Niklas Szymanowski. Nimmt er Kaito mit? Nee, nimmt Fabian Klos mit. Rutscht durch zu Yildirim. Yildirim! Da ist er drin! Jawohl! Aygün Yildirim! Schönes Ding! Tor für Arminia, Tor für die Blauen, Aygün Yildirim. Oh, Fehlpass von Simi Belka hier gegen Tyson. Tyson in die Mitte und da ist der Ausgleich. Niklas Szymanowski jetzt hier. Nimmt nochmal Can mit, der hat jetzt Platz. Komm Junge, mach was draus. Ah, die Flanke wird abgeblockt. Zweiter Ball. Oh, Latte! Christopher Lannert, was ein Hammer. Szymanowski. Wow, Tor für Arminia. Was für ein schönes Ding. Niklas Szymanowski erzielt das 2:1. Da ist er wieder, Henrik Koch. Stark, wie der sich hier präsentiert in den paar Minuten, die er hat. Luis Oppi. Komm, Luis, belohn dich. Luis Oppi, jawoll! 3:1 für Arminia Bielefeld. Luis Oppi. Und da freut sich der Junge mal so richtig. Kommt er richtig aus sich raus. Auch er eher einer der ruhigen Zeitgenossen. Can Özkan 3:1 im entscheidenden Testspiel der Sommervorbereitung. Eine Woche vorm Ligastart. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Im Großen und Ganzen sehr, sehr ordentlich. Was mir richtig gut gefallen hat. Wir haben auf jeden Fall richtigen Kampfgeist gezeigt. Und dass wir nächste Woche in Dresden dann auch entscheiden werden, dass wir uns ordentlich in die Zweikämpfe reinhauen. Und auch spielerisch muss ich sagen, dass wir schon sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Also ich denke, eine gelungene Generalprobe. Du kennst ja die dritte Liga, hast letztes Jahr fast jedes Spiel gemacht in Dortmund. Auf was für einem Niveau bewegen wir uns denn gerade für jetzt die Zuschauer zu Hause? Auf jeden Fall auf einem sehr ordentlichen Niveau. Muss man aber auch dazu sagen, dass man beim ersten Spiel dann zum Saisonstart jetzt in Dresden auch nicht weiß, wo der Gegner steht. Es wird so ein bisschen Pokal-Vibe haben, aber wir sind definitiv gut vorbereitet und freuen uns auf das Spiel. Der Trainer hat ja angekündigt, heute spielen die, die ein bisschen die Nase vorn haben in der Vorbereitung. Da hast du jetzt zugehört, gibt einem das nochmal einen extra Schub? Natürlich ist es schön, aber dazu muss ich sagen, dass wir, um erfolgreich zu sein, nicht nur 11 Leute brauchen, sondern das ganze Team. Und es wird innerhalb der Saison auch immer wieder Wechsel geben. Und wie ich gerade schon gesagt habe, es gehören nicht nur 11 Leute dazu, sondern der ganze Kader. Jetzt haben wir heute in der Schüco Arena gespielt, fast 4000 Leute waren da, Wetter hat auch mitgespielt. Wie war das so für dich, mal wieder hier in der Schüco Arena zu spielen? Ja, war super. Es ist einfach wieder schön, hier zu sein und mit Fans macht es dann doch deutlich mehr Spaß. Jetzt generell ist ja die Vorbereitung abgeschlossen, du bist jetzt fast 2 Monate wieder zurück zu Hause. Wie ist so das Gefühl bei dir persönlich? Ja, ist überragend. Es ist einfach wieder schön, hier zu sein, nah bei der Familie zu sein, meine Freunde um mich herum zu haben und natürlich kenne ich den Verein auch noch von damals. Deswegen, ja, ist einfach gerade eine sehr, sehr schöne Zeit, in der ich mich befinde und ich versuche das Ganze einfach mit Leben zu füllen und vor allen Dingen auch mal zu genießen. Zum Abschluss, wie viel Bock hast du jetzt auf Dresden? 10 von 10, 100%. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ja, ist einfach geil, in Dresden zu spielen. Wer da schon mal gespielt hat, weiß, was da los sein wird. Ich glaube, 30 oder knapp über 30.000 Leute, da wird uns auf jeden Fall einiges erwarten. Aber ja, wir sind bereit und haben einfach Bock auf das Spiel. Sehr gut, das freut mich zu hören. Herzlichen Dank, Can. Gerne.